Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Aber was passiert, wenn man die Kraft von Bildern und Worten kombiniert? Hier kommt die Dual-Coding-Theorie ins Spiel. Was ist die Dual-Coding-Theorie? Dual-Coding spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit sowie bei der Umwandlung von Informationen in Wissen. Die Dual-Coding-Theorie, auf Deutsch duale Codierungstheorie, wurde vom Psychologen Alan Paivo entwickelt und basiert auf dem Wissen, dass unser Gedächtnis zwei verschiedene Kanäle zur Speicherung von Informationen verwendet, visuelle und verbale. Diese Kanäle funktionieren zwar unabhängig voneinander, können aber auch zusammenarbeiten, um Verbindungen zwischen Worten und Bildern herzustellen. Diese Verbindungen lassen sich dann viel leichter abrufen als nur Worte oder Bilder allein. Du kannst dir das so vorstellen. Wenn das Gehirn ein Audiosignal für ein Wort empfängt, versucht es, das Bild hinter dem Wort zu visualisieren. Und wenn es ein Bild sieht, versucht das Gehirn, es mit dem Wort hinter dem Bild zu verknüpfen. Je stärker die Verbindung, desto leichter können wir uns daran erinnern und es später verwenden. Denk zum Beispiel an McDonald's. Wahrscheinlich stellst du dir schon das Bild der zwei goldenen Bögen vor. Und allein diese zwei Bögen zu sehen reicht aus, um zu wissen, dass ein McDonald's in der Nähe ist. Das liegt daran, dass die Verbindung zwischen Wort und Bild so stark ist, dass sich das Wahrnehmen des einen direkt an das andere denken lässt. Hier hat also ziemlich effektives Dual Coding stattgefunden. Warum ist die Dual Coding Theorie wichtig? Also, abgesehen davon, dass sie dir während der Autobahnfahrt Lust auf einen Big Mac bereitet, warum ist die Dual Coding Theorie wichtig? Dieselben Informationen in beiden Formaten vorliegen zu haben, also in Bildern und Worten, hilft uns nicht nur dabei, Informationen zu behalten, sondern auch, sie auf einer tieferen Ebene zu verarbeiten. Der Arbeitsspeicher in unserem Gehirn ist begrenzt. Je weniger Energie wir also für das Erinnern aufwenden müssen, desto mehr können wir uns auf das Verstehen, Analysieren, Bewerten und Entwickeln von Strategien konzentrieren, also auf die tatsächliche Nutzung dieser Informationen. Wie kannst du die Dual-Coding-Theorie für dich nutzen? Hier sind die vier Grundprinzipien der Dual-Coding-Theorie und wie du sie in die Praxis umsetzen kannst. Erstens, kürzen. Reduziere die Menge an Informationen, gehe selektiv vor und präsentiere nur das, was relevant ist. Auch wenn wir denken, jedes Detail sei für das Verständnis des großen Ganzen wichtig, könnte das tatsächlich verhindern, dass unser Publikum auch etwas davon behält. Konzentriere dich auf die wichtigsten Botschaften, die du vermitteln möchtest und streich den Rest. Zweitens, gruppieren. Teile den Inhalt in Gruppen von zusammenhängenden Informationen auf. Studien haben nämlich gezeigt, dass eine Person durchschnittlich nur etwa 4 Gruppen von Informationen gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis speichern kann. Achte also darauf, dass diese Gruppen möglichst leicht zu verstehen sind. Drittens, ausrichten. Überlege, wie die Informationen visuell präsentiert werden und wie das Gehirn sie organisieren wird. Achte darauf, dass Worte und Bilder richtig angeordnet sind und in einer logischen Reihenfolge verlaufen. Und viertens, beschränken. Genau wie das Gehirn bei zu vielen Worten überlastet werden kann, kann es auch durch zu viele visuelle Reize abgelenkt werden. Verzichte also auf zu viele verschiedene Farben, Schriftarten oder Animationen. Also denk daran, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber nichts geht über eine Kombination aus beidem. Learn, Transform, Grow. Masterplan.